Arik und seine Gefährten räumen gerade die 10. Stufe der endlosen Pfade von Ordnuma leer und jetzt geht es mit dem gefundenen Adra-Schlüssel durch die verschlossene Tür. Und da hat sich die Festung gerade gemeldet. Es war Zahltag, interessiert mich gerade herzlich wenig. Es gibt hier die Rastvorräte zurück und dann geht's auf zu einem der schwierigsten Kämpfe im gesamten Spiel. Alle Helden gehen mal hier unten hin. Ich hätte gerne Duranz da in der Ecke. Alot daneben. Itumak da irgendwo. Sagani dort. Palegina da. Edea dort. Und dann ist die Frage, ist noch Platz für Arik? Falls nicht, ist das schlecht. Sagani, rutsch mal noch ein Stück dahin. Palegina. Und Edea. Arik, hast du jetzt hier Platz? Da ist Platz. Genau, also so wird gekämpft. Arik geht in den Fernkampf. Und jetzt kann hier die Tür aufgeschlossen werden. Arik schleicht. Packt sich eine, ja, eine Falle in die Schnellauswahl. Und die wird gestellt, und zwar hier. Da werden die alle gleich langlaufen. Und dann Schuss. So. Ab in den Nahkampf und zurück. Währenddessen, Duranz, wir brauchen unbedingt ein Gebet, was gegen Lähmung hilft. Ich weiß noch nicht genau, welches das ist. Gebet gegen Gebrechen? Nein. Das ist es alles nicht. Hier? Schutzkreis? Nee. Gebet gegen Hemmung. Das müsste es sein. Bewegungsunfähige Wirkung, genau. Das kommt bitte hier hin. Und zwar dann, wenn Arik da auch noch dabei ist. Und Alo, du kannst schon mal die Flammenwand rausholen. Dahin. Itumak bleibt als Köder da unten mal irgendwo stehen. Ja. Da war Duranz besonders schnell mit dem Gebet, fürchte ich. Ich glaube, Arik hat die Wirkung nicht. Nö, hat er nicht. Schade. Naja, dann hat er sich halt nicht. Kann ich auch nicht ändern. So. Arik. Du gehst da noch ein Stück nach hinten. Da kommen jetzt die Gegner. Alot. Schauernebel. Dahin. Duranz. Du kannst eigentlich mal prophylaktisch ein scheinendes Leuchtfeuer setzen. Und zwar auch dahin. Mach einfach mal. Da steht zwar noch keiner, aber das wird sich ändern. So, das ist gar nicht so schlecht bisher. Jetzt hätte ich ganz gerne ein paar Ablenkungen. Edea, tröte mal in dein Horn. Dahin. Wer ist denn hier betäubt? Sagani. Betäubt und geschockt und boah, Hilfe. Alo, du hast deinen Schauernebel gesetzt. Arkaner Angriff. Hier ist jetzt ein Animat, der kann mal hier ein bisschen reinrühren. Duranz, ruf mal noch einen Adra-Käfer dazu. So, was kann ich noch rufen? Hier habe ich noch ein paar Lindwürmer. Die kommen da unten hin. Wenn Arik nicht versteinert wäre, was er natürlich ist. Alot, Eschenholz-Kamee, Attacke. Solange die Helden alle gerade noch in, ja, in Schuss sind, einfach mal so ein paar Kreaturen beschwören, kann ich schaden. Macht mal. Was war das jetzt hier?
Atragan tötet Animat. Ja, so schnell ist ein Animat platt. Scheiß Atragane. So, ihr, inklusive Itumak, Attacke auf hier so ein paar. Lenkt die mal ab. Heiliger Glanz. Alot, Arcana Angriff. So, Duranz, ich brauche einen weiteren Heilkreis unter dir. Sagani. Ach, Bruder Arix übernommen. Super. 12 Sekunden, aber er ist auch versteinert. Was jetzt natürlich nicht zu wirken scheint. Idea ist nach vorne gerannt, warum auch immer. Gehst du wohl wieder zurück? Oh Mann. Alot. Ich brauche mal ein paar erschütternde Fluggeschosse auf diesem Atragan. Und hier bitte auch. Sagani hat ihren Skarabäus gar nicht beschworen. Oh Mann. Attacke auf den Atragan, Sagani. Duranz, wird das mit dem Heilkreis nochmal irgendwann irgendwas? Sieht momentan nicht danach aus. Edea hat auch Bock drauf, im Feuer zu stehen. Wer ist das da, Palegina? Edea, eigentlich ist da dein Platz. Ach, was rede ich. Alo tötet Atragan, das ist schon mal gar nicht schlecht. Gibt's noch irgendjemanden, der schon angezählt ist? Der da. Bitte hier die dicksten Geschosse, die du hast, auf den Kean Gvla. Duranz. Geweihter Boden. Okay, der ist gerade in Produktion. Ari kann ich nicht steuern. Edea steht im Feuer, nimmt aber keinen Schaden, zu meiner Überraschung. Edea. Schmeiß mal den da um. Oder den. Sagani geht's gar nicht gut. Palegina, Hand auflegen bei Sagani. Ach, Palegina ist betäubt. Sagani, leuchte hier rein. Alles wieder gut? Alles wieder gut. So gut es halt gerade sein kann. Sagani, hol mal noch deine Käferchen dazu. Geht aber gerade gar nicht. Ich weiß nicht warum. Dann leuchte halt. Alot schießt gleich. Duranz, wir brauchen ein weiteres scheinendes Leuchtfeuer. Da drauf. Oh, mein Delemgarn ist weg. Und auch mein Waldkäfer. Ich habe keine Ablenkung mehr gleich. Aber dieser Kean Gvla ist dem Tode nahe. Palegina, Hand auflegen bei dir selbst. Ach, ihr seid wieder alle gelähmt. Wieso seid ihr gelähmt? Ich habe extra ein Schutzgebet gegen Hemmung. Und das tickt auch noch. Oh, heftig. Arik ist immer noch beherrscht. Mann, Mann, Mann. Ich kann gerade nicht viel tun. Edea, kannst du was tun? Ich glaube, du kannst nichts tun. Wenn du was tun kannst, dann heil mal ein bisschen. Sagani ist genauso mies drauf. Itumak ist auch weg. Schade. Waldkäfer weg. So, da kam das scheinende Leuchtfeuer. Immerhin. Arik, guten Morgen. Bist du wieder auf meiner Seite? Falls ja, dann mach ja mal was. Alot ist immer noch geschockt. Ja, mach nochmal so ein Gebet gegen Hemmung. Bitte hier hin, lieber Duranz. Ja, die Hälfte der Bande ist ja noch geschockt und gelähmt und was auch immer. Oh, Palegina. Nein, Sagani geht's nicht gut. Heilung. Und Heilung. Arik kann einmal treten und sollte es auch tun. Alo, du bist frei.
Da hinten ist ein fast toter Kean. Das muss ich doch jetzt mal langsam machen lassen. Attacke. Ja, der eine wäre weg. Okay. So, die Erdfäulnis interessiert mich relativ wenig. Die kann Arek jetzt treten. Hier, da ist noch ein... Ach, die sind schon wieder alle geschockt. Das Gebet wirkt nicht wirklich gut. Hilfe. Jetzt muss ich wieder 4 Sekunden warten, bis irgendwer was machen kann. Und Arek ist natürlich wieder versteinert. Und Sargani ist tot. Toll. Edea, kannst du was machen? Nee. So, jetzt kann Edea was machen. Edea, Heilung. Duranz. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, scheinendes Leuchtfeuer oder Heilung? Was ist jetzt besser? Eine dicke Heilung. Bitte schnell. Alot, da hinten wartet. Eine Kean Gvilla auf ihren Tod. Oder hier vorne. Dann erstmal die. Alle auf eine. Heilung. Arek, du bist von Sinnen, glaube ich. Was war das? Sargani tot? Alot tot. So viel zum Thema Geschosse. Okay, Duranz, dann brauchen wir ganz schnell ein weiteres scheinendes Leuchtfeuer mit Betonung auf schnell. Und ey, der haut dieses Ding da um. Und Arek, mach was. So, Kean Gvilla weg, sehr schön. Und auch Erdfeuernis, beides durch Duranz. Was habe ich noch? Ich habe noch einen Adragan und einen Geist. Das müsste doch irgendwie zu machen sein. Trotzdem hier ganz dicke Heilung auf alle nochmal. Für den Moment. Palegina, Flammen der Hingabe auf den Adragan. Aber bitte im Nahkampf. So. Jetzt ist Arek auch wieder im Geschäft. Oh, Leute, mach diesen Adragan platt. Ich kann es nicht mehr ertragen. Los! Haut ihn um. Na bitte. Und jetzt den letzten Geist. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das hat keinen Spaß gemacht. Puh. Es war aber auch wirklich einer der schwersten Kämpfe im Spiel, glaube ich. Zu der Aussage stehe ich weiterhin und es gibt einmal erweckten Atra und 3 Geistesreste und immerhin einen einzigartigen Stab, den schaut sich gleich mal Duranz an. Noch einmal erweckter Atra und 4 Geistesreste. Ah, das war sonst nichts mehr hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon alle aus dem Raum da rausgelockt habe. Es kann sein, dass da noch welche sind, aber wenn, dann nicht viele. Ist hier noch einer? Ne, hier ist Ruhe. Aber Versteck. Ich finde. Einmal Ta-Ondra-Tara. Das war alles, was es hier noch gab. Naja, immerhin. Und damit ist die 10. Stufe der endlosen Pfade von Ordnua auch gegnerfrei. Alle Helden hören auf zu schleichen. Ich schaue mir mal den Stab an. Das ist ein einzigartiger zweihändiger Stab. Ach, den brauche ich eigentlich nicht, weil Duranz kämpft eigentlich immer nur im Fernkampf oder mit seinen Gebeten und aus rollenspielerischen Gründen behält er seinen eigenen Stab in den Händen, deswegen wandert der ins Versteck. Halt, Arek, du nimmst mal wieder hier deine Tränke. So. Und dann denke ich mal, sollten die Helden nochmal rasten. Es hat gerade Kraft gekostet. Also bitte.
Und dann geht's runter auf die Stufe 11. Und hier die endlosen Pfade von Ord Nuvar Stufe 11. Und hier hechelt irgendwo so ein kleiner Pilz durch die Gegend, wie ich schon hören kann. Und hier gibt's die Haupttreppe, das ist gut. Irgendwo hier sind diese Pilze. Arek, schau dir das mal an. Die können nicht weit sein. Da unten liegt ein Toter. Und da ist ein Sporling. Ja, der muss da mal weg, der stört mich. Dann stellt euch mal hier irgendwo auf. Uaiaiaiaiai. Aber der ist relativ blind. Ja, er sieht nichts. Das ist ein Sound, wenn die laufen. Unglaublich. Edea geht mal bitte dahin. Palegina geht mal bitte dahin. Und dann hätte ich gerne noch Alot hier. Duranz da. Sagani hinten und Itumak in Reserve. Da oben irgendwo. Und jetzt haut ihn, dass die Fetzen fliegen. Sagani, was war denn dein Problem? Oh, Sagani ist im Nahkampf, weil sie mal übernommen war. Das ist natürlich böse. Ich schau mal gerade durch, dass die alle im richtigen Waffenset sind. Ja, bis auf Sagani waren alle richtig. Ja, du hast dein letztes Mal gekeucht. Ich finde eine Feuchtspore, wie nicht anders zu erwarten. Und Itumak geht mal zurück. Der wieder hier irgendwo... Ach nee, ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Hier an diese Stelle zum Beispiel. Palegina da oben hin. Und ja, vielleicht tauschen Eder und Palegina nochmal die Plätze. So stelle ich mir das vor. Arek in die Mitte. Oh, und die anderen können erstmal da stehen bleiben. Arek, Bogen. Schau dich mal um. Was habe ich hier? Oh, eine Lupe. Da heißt es. Die leuchtenden Pilze verströmen einen schweren, erdigen Moschusgeruch. Und da ist ein Waldlaurer. Kannst du den treffen, Arek? Geht das? Das geht, hurra! Dann zurück. Oh, Menpvgra, Quelle der Leiden. Oh je. So, ich glaube, wir setzen mal die erste Feuerwand, nicht wahr, Alot? Zack, und Duranz. Ein Segen schadet eigentlich nie. Und Sagani, du kannst mal ein Mal setzen auf den Menpvgra. Und den schon mal unter Beschuss nehmen. Und dann gibt's hier einen Schauernebel. Sagani, nimm die guten Schüsse. Duranz, setze ein paar Widerhaken. Hallo, das sieht auch fast wieder so aus, als würde man da blitzen können. Aber vielleicht von da aus. Mal schauen. Ja, das sähe gut aus. Träfe aber Eder und Arek. Macht aber nix. Der kam ja wieder. Aber der hat ordentlich reingehauen. Ja, durchaus. Unter anderem auch bei Duranz und Sagani, die sich in Sicherheit wähnten. Ja, von wegen. Menpvgra ist aber platt. Schön. Habe ich da jetzt alle? Nee, fehlen noch ein paar. Ja, Waldlaurer und so ein paar Puddinge. Das kann ja nicht so schlimm sein. Arek, treten nicht vergessen. Und Palegina, solange die nichts von dir wollen, dann schießt du mal mit. Alot, Arcana Angriff, Duranz schießt und Sagani schießt. Pudding K.O. Und dann rücken zwei vor. Der rein ins Getümmel auf den, der steht noch viel zu weit weg. Arek kann sich gerade nicht bewegen, das ist auch gut so. Dann schieß mal, wenn der nicht näher rankommen will. Und hier einmal Arcana Angriff.
Oh, jetzt, Paligina. In den Nahkampf und Attacke. Arik, in den Nahkampf und ja, Attacke eigentlich nicht. Der ist immer noch zu weit weg, deiner. Dann musst du dich in die Flammenwand stellen. Ja, dann stellst du dich halt in die Flammenwand, falls du das überhaupt kannst. So. Gibt's hier einen, der schon arg angezählt ist? Nee. Duranz, Alot und Sagani, konzentriert euch mal auf einen, auf den, der bei Paligina steht. So, Alo, du kannst jetzt mal die Geschosse rausholen. Paligina, mach mal Handauflegen bei Arik. Der sammelt jede Menge Wunden, aber kann sich nicht rühren, nach wie vor. Wie lange denn noch? Ah, noch 7 Sekunden nicht. Dann, Paligina, mach lieber erstmal die befreiende Ermunterung. So, jetzt kann sich Arik bewegen. Und bewegt sich hier zu dem da. Treten bitte. Eder, du kannst versuchen, deinen umzuschmeißen. Und ihr beiden, ihr schießt. Bumm, Sagani war's. Und jetzt helfen die Fernkämpfer Arik. Nochmal. Oh, Arik liegt am Boden, rappelt sich auf, tritt dem da zwischen die Laurerbeine. Und ihr helft bitte mal Paligina. Laura weg. Alle auf den da. Und auf den. Und Arik darf nochmal treten. Nein, darf er nicht, weil es... Ach, er ist wieder bewegungsunfähig. Ach, Alot, pack die Geschosse aus. Das dauert mir alles viel zu lange. Ach, und da war es schon geschehen. Ja, Helden, ihr wart siegreich. Das habe ich auch nicht anders erwartet bei Waldlauern und Quellen der Leiden. Ich finde, oh, einen Diamanten. Einmal erweckter Adra, dreimal Giftplasma und dreimal erwecktes Holz. Und Arik, du schleichst mal. Ach so, jetzt gibt es hier diese Leiche. Ich finde eine Brigantine, einiges an Kupfer und einmal Rastvorräte, die die Helden aufnehmen können, genau. Und weiter mit der Erkundung der endlosen Pfade von Ordnua Stufe 11 geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.